So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin zurück mit The Crew Motorfest und es ist endlich Season 2 da. Ihr seht schon im Hintergrund Hoonigan Season und da geht es natürlich um die Leute, die auch mit Ken Block unterwegs waren. Man sieht ja schon viele neue Fahrzeuge im Hintergrund und die neue Insel, die da ist, wo auch alles stattfinden wird. Wir schauen jetzt mal rein und wenn ein Intro kommen sollte oder Gespräche, dann hören wir da kurz rein und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, also wir sind jetzt hier, es ist noch nichts da von einer Vorschau, aber wir sehen es hier, Season 2 ist da, Hoonigan übernimmt, ne, sieht man hier, neuer Spielplatz, wo man dann Gymkhana-Sachen machen kann und sich neue Fahrzeuge und Belohnungen freischalten kann. Und die neue Playlist ist auch da, ne, Gymkhana Grid. Und es wird jetzt auch, ja, eine ganze, ja, jeden Monat eben neue Inhalte geben, die neue Playlist und im Dezember, Januar und Februar ganz viele neue Sachen, die ins Spiel dazukommen und jede Woche, wie gesagt, neue Sachen. Ich werde euch alles, was ihr wissen müsst, unten in der Videobeschreibung verlinken. Dort seht ihr alles mit Links zu Blog-Einträgen und vieles weiteres. Ja, und es gibt auch viele neue Fahrzeuge, zum Beispiel den Hoonigan Ford Unicorn Mustang. Dann gibt es den Hoonigan Chevrolet Big Block 632 Camaro. Der sieht auch ziemlich nice aus. Könnt ihr auch auf der Seite dann sehen. Dann gibt es den Hoonigan Audi Sport Scotto Coupé Quattro. Und dann gibt es noch Hoonigan Mitsubishi Lancer Evo 10. Hoonigan Audi. Also der sieht auch richtig nice aus. Den werde ich mir definitiv freischalten. Und Porsche gibt es auch noch einen von Hoonigan. Chevrolet gibt es auch einen, der ja mit der Big Block Edition ist, der Audi RS2 Avant, der Audi RS3 Sportback und dann gibt es noch den Audi RS7 Sportback. Und ja, die Fahrzeuge sind auch mit dabei und es gibt ja dann auch wieder neue Summits, die man spielen kann und 14 Wochen Mainstage-Programm und Aktivitäten sieht man ja dort auch. Wir gucken mal weiter, vielleicht kommt ja da noch was an Infos. Ja, wir sehen hier, ich bin in Stufe aufgestiegen, weil ich ja auch die ganzen Summits gespielt habe und habe jetzt Stufenaufstieg auf 54, krieg auch ein paar Legendenpunkte. What's up? You don't even know what you got yourself into, do you? Motorfest and Hoonigan have teamed up and the first week is already absolute mayhem. I'll let Malu fill you in on the details and I'll catch you on the other side. Diesen Monat trifft Hoonigan zum ersten Mal auf Motorfest. Und wo könnte man das besser feiern als auf der Straße? Getunte Autos, Gymkhana und der Hoonigan-Klassiker This vs. That. Es gibt viele Möglichkeiten, dich auf der Straße zu beweisen. Verziere die Straßen mit Reifenspuren und genieße deinen Triumph mit ein paar schicken Autos. Wir treffen uns dort. Alright, we're just getting started. Next month, we're gonna throw in some classics for good measure. So, ja, da habt ihr es gerade gesehen, die kleine Vorschau zu dem Ganzen, was hier kommt. Und ihr seht jetzt, bis zum 3. Januar gibt es hier verschiedene Mainstage-Events, die dann hier stattfinden. Und man kann hier dann auch den, was ich vorhin schon angesprochen habe, den 3100 Big Block Edition Chevrolet freischalten, der auch ziemlich nice aussieht. Und ja, vom 6. bis zum 13. gibt es eben jetzt die Street Customs, dann gibt es Gymkhana Hoonigan, dann gibt es das kann ich jetzt nicht so genau lesen, was das ist, aber das schauen wir uns gleich an. Und dann gibt es Holiday noch vom 27. bis 3. Also richtig viel geboten. Und da können wir jetzt mal reinschauen, wenn wir hier auf die Mainstage gehen.
Und dann sehen wir hier auch, ne? Hier gibt es wieder Mainstage, wo man fahren kann. Da unten ist dann wieder die Belohnung. Ihr seht, hier gibt es dann auch bei Stufe 3 den Chevrolet, wo ich vorhin angesprochen habe. Und da kann man sich dann noch die XP und den Ausraster-Kit aus, ja, freischalten, meine ich. Und hier oben ist dann wieder, wie man es kennt, die Levelaufstiege, die man machen kann in der Zeit. Also ungefähr noch 27 Tage, wo man das alles dann sich geben kann. Und es gibt ja auch die neuen Autos, ich weiß gar nicht, die sind schon hier, wie ich gerade sehe. Der ist auch schon da. Oh, okay. Und das ist der für die neue Playlist, denke ich mal. Oh, okay. Das ist für den Summit. Okay, das ist nice. Das ist nice. Hey, den werde ich mir sofort kaufen. Aber sowas von. Aber definitiv gleich kaufen, weil der sieht super cool aus. Und den können wir dann bestimmt auch fahren. Können wir den auch noch tunen? Ich denke mal schon. Ja, Felge will ich eigentlich jetzt nicht ändern. Prestige, gibt es da noch was? Ich will eigentlich die Reifen so lassen. Die sehen eigentlich ganz nice aus. Ja, der ist vielleicht. Oder das hier, das mache ich. Was haben wir hier noch? Rauch? Ja, das können wir auch mit reinmachen. Das können wir auch reinmachen. Das würde eigentlich auch dazu passen. Aber ich lasse mal weg. Das hier noch. Und ja, also der ist auf jeden Fall ziemlich geil. Und ja, es gibt ja noch die ganzen anderen Fahrzeuge, wie ich schon gesagt habe. Da gibt es ja Mustang und alles mögliche. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier schon direkt im Spiel sind. Das muss ich mir dann auch noch holen, das Paket, weil da kann ich dann noch den Summit fahren. Jetzt kann ich kurz gucken, wo ist es denn? Mustang. Dann sehen wir es ja. Ich meine, ihr könnt euch ja dann selber anschauen, wo die Fahrzeuge drin sind. Sonst würde das Video jetzt zu lange gehen. Wo ist es denn hier? Hoonigan gibt es ja auch extra. Oh, da sind auch einige schon. Ui. Ui, nice. Ey, das ist ja geil. Genau, das sind schon die Fahrzeuge, die ich dann vorhin gesagt habe. Ah, die sehen ja Hammer aus. Ah, die sind wirklich cool. Ja, genau, die kriegt man dann halt auch und kann sich's auch freischalten dann. Exklusive Belohnung, man sieht's hier, ne? Gymkhana Mastery. Und das Fahrzeug ist dann erhältlich. Das finde ich auch ganz gut, dass man dann schauen kann, wann die verfügbar sind, ne? Man sieht es ja hier, ja, eins passt in 70 Tagen, 35 Tagen. Und der hier ist von einem Paket. Okay, aber welches Paket ist das? Drift. Ah, okay. Ja, den werde ich mir auf jeden Fall dann auch noch holen, weil das ist ja dann eine andere Edition. Aber ja, die Fahrzeuge sind auch mit drin. Mainstage, da können wir auch noch mal reinschauen. Ne, man sieht ja hier jetzt, Blitzreise wurde freigeschaltet für das neue Street Custom Hoonigan für die Insel. Da können wir dann auch noch mal drauf schauen. Hier Belohnung kann ich noch abholen. Genau, Bronze habe ich ja erreicht. Kann ich hier noch mitnehmen? Aston Martin Vanquish. Oh, okay. Ja, genau, jetzt sieht man hier nochmal, ne? Da könnt ihr nochmal die Belohnungen sehen. Da kriegt ihr einen Mitsubishi Eclipse GSX oder Hoonigan unter Beleuchtung, die auch ziemlich cool aussieht. Hier gibt es dann den Audi S1 EKS RX Quattro. Der sieht auch cool aus. Das ist cool. Das ist fett. Okay, das ist fett. Da gibt es den Lotus Exige S. Oh, der ist auch geil. Und hier Holiday Special. Oh, da gibt es einen Lamborghini anscheinend. Sieht auch nice aus. Ja, hier ist dann immer so, da braucht man die bestimmten Fahrzeuge. Und ihr seht ja hier, ich brauche jetzt hier den RS Avant, der mit drin ist im Spiel. Und hier brauche ich den Mazda Cosmo Sport. Die werde ich mir dann noch holen. Die anderen Sachen könnte ich jetzt spielen, ne? Die könnte ich jetzt machen. Und hier unten die Challenges. Und da steigt man dann hier oben wieder auf. Wie ihr seht, könnt ihr wieder Sachen freischalten. Das kennt man ja schon. Wir werden jetzt aber mal kurz auf die Karte schauen und schauen dann mal, wo die Insel ist. Ich
muss mal kurz gucken. Die müsste wahrscheinlich. Weil das ist ja eine komplett neue Insel. Demolition. Die müsste ja irgendwo am Rand hier sein, denke ich mal. Ah, hier. Warte, wir machen mal Schnellreise hier hin. Dann nehme ich aber auch gleich, ich wollte es gerade sagen, dann nehme ich aber auch gleich den neuen Wagen. Ah, der sieht schon geil aus, ne? Ah, der ist schon echt richtig fresh. Und dann können wir jetzt hier zur Insel rüberfahren. Und dort kann man dann sicher auch die Playlist starten, weil es gibt jetzt auch die neue Playlist. Und da werde ich definitiv wieder richtig reinsuchten und die dann richtig durchzocken. Aber hier gibt es ja jetzt das Gymkhana-Gebiet, wo man sieht, ne? Man kann hier dann fahren, verschiedene Challenges machen und ja, hier richtig abgehen, wie ihr seht. Und hier wird es sicher auch dann das ein oder andere Event geben oder neue Stunt-Challenges, die man machen kann, wie ihr hier seht. Das sieht richtig geil aus, finde ich. Ich finde es auch immer cool, wenn sie dann komplett neue Bereiche hinzufügen, ne? Zum Spiel, wo man dann hier eben seine Drift-Challenges und alles machen kann. Da bin ich wirklich gespannt drauf, was hier kommen wird an Challenges. Oh, hier oben. Es sieht schon nice aus, ey. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll. Aber hier gibt es ja dann. Hier ist das Event, ne? Von der Playlist. Und da können wir jetzt noch eine Runde machen. Und dann würde ich auch zum Ende des Videos kommen. Wie gesagt, alle weiteren Infos findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Die Patch Notes werde ich auch verlinken. Wir schauen uns mal hier rein. Und dann gucken wir mal, was hier kommt. Everybody, Brian Scotto here from the Hoonigans, and this is the Gymkhana Grid Masters playlist. We'll go for it. You know like, how many times I've heard this? Have you ever listened though? The crew at MotoFest invited us out here to do what Hoonigan does best, and that's build a Gymkhana right here in Hawaii. For this, we obviously need a driver that's ready to go fast and break a few things along the way. Before becoming a proper Gymkhana driver, you're gonna have to master the craft, and that means a bit of workshopping and a lot of action. Every Gymkhana driver gets a dope machine, and you will get yours, but first, you're gonna have to get to the end of this. Ja, ihr habt es gerade gesehen, die Playlist ist down. Wir können die jetzt auch spielen. Und ja, da werden wir jetzt definitiv mal reingucken. Man sieht ja auch, es gibt immer zu jeder Playlist richtig viele Challenges auch, die dann dazu kommen. Und Prüfungen, die man machen kann. Also so eine Playlist hat schon wirklich viel zu bieten. Man sieht ja auch Fotoaufgaben, Blitzreise und vieles weiteres. Und da hat man echt richtig viel zu tun, wenn man das alles schaffen will. Also zumindest, wenn man alle Challenges schaffen will und alle Herausforderungen, die es dann dort gibt. Aber richtig nice. Es gibt ja auch Quality of Life Sachen, die dazugekommen sind, wie zum Beispiel, dass man die KI auf der Map ausschalten kann, falls die KI einem im Weg ist oder irgendwie halt nervt. Das kann man auch machen. Ich muss jetzt bloß noch mal kurz beim Fahrzeug ein bisschen tunen, weil ich will ja schon, dass es dann ziemlich hochgestuft ist. Ich habe ja ein paar gute Teile. Und dann können wir mal diese Playlist kurz machen. Aber ja, ich finde es wirklich super, auch die ganzen Patch-Sachen, also was sie jetzt eben reingepatcht haben auch, weil da war schon einiges dabei, was sie machen mussten. Und generell, ich finde Crew Motorfest ist ein absolut fantastisches Spiel. Es macht riesengroßen Spaß, es bietet viel Umfang und es hat halt einfach. Ja, das Flair von Hawaii perfekt rübergebracht und dadurch, dass man halt jedes Mal andere Events hat und neue Playlists jede Season, dadurch macht das Ganze nochmal viel mehr Spaß. Also wir müssen verschiedene Freestyle-Aktionen machen und jede Action bringt mehr Punkte und man muss die Aufgabe erfüllen und dann eben durchs Ziel fahren und ich denke mal, man muss auch sehr abwechslungsreich fahren. Also man kann nicht einfach so irgendwie random rumfahren und denken, man schafft's dann. Aber wir gucken mal, was wir da machen müssen. Ich habe jetzt auch den Hoonigan Ford bekommen. Ich muss 850 Punkte machen.
super stoked to see another aspiring Gymkhana driver, and I want to welcome you to Tire Slayer Studios, our headquarters. The MotoFest gave us free rein to create our own Gymkhana grid playground and practice our craft. This is the place to hone and perfect our skills in three different level zones. Show me your creativity, and you might get your chance to become the Gymkhana MotoFest driver. But for now, let me just show you around. You're gonna love it here. So, jetzt geht's also los. Ich finde das Ganze schon ziemlich geil inszeniert. Das sieht schon hammer aus. Jetzt müssen wir hier Punkte machen. Ich muss jetzt selber mal gucken, wie das alles funktioniert. Ich denke mal driften und so weiter. Und... oh, okay. Der steuert sich ganz schön krass. Das war ein bisschen zu stark. Boah, ist das heftig. Das geht gut ab, ey. Das Teil ist aber auch ein Monster. Hier weiter, Kontrollpunkt, okay. Boah, das geht richtig ab. Aber die Strecke ist auch cool. Hui. Das war die Mauer, das war nicht geplant. Die sind aber schon ziemlich großzügig, was die Punkte angeht. Okay. Geht der noch? Geht der noch? Ah, nicht die Pylonen. Kontrollpunkt verpasst. Ups. Ich muss hier lang. Stimmt. Ich denke mal, die werden einem die einzelnen Sachen dann zeigen, was man machen muss. Oh, das war knapp. Okay, jetzt hier. Zack. Also war ein bisschen zu früh. Ja, ich denke, wenn man die Strecke öfter fährt, lernt man sie auch besser. Und kann dann viel besser hier die ganzen Abschnitte fahren. Okay, knapp. Ziemlich knapp. Ah, hier, die Einfahrt ist schwer, finde ich. Ui. Nein, das war nicht geplant. Ja, das war gut gedacht, nur nicht ganz so weit reingelenkt. Aber es geht ja trotzdem noch. Ich weiß noch, in Dirt gab es ja auch mal Gymkhana, da war das auch richtig nice gemacht. So, jetzt hier. Nein, das war zu viel gebremst. Ups. Zumindest haben wir die Punktzahl schon mal. Da kriegt man einen Bonus, oder? Rechts hier diese Leiste. Sieht mal aus wie ein Bonus, wenn man die Leiste voll macht. Zu weit. Okay. Jetzt. Ja, der ist ziemlich gut. Komm schon. Und hier noch durch. Boah, ist das krank. Wie man den kontrollieren muss. Boah, heftig. Puh. Kontrollpunkt. Nice. Ey, es geht gut ab. Es geht gut ab. Ist gar nicht so einfach. So, in the first event, you already get to drive the Hunicorn. Realize that's the wildest Gymkhana machine we have ever built. You're a lucky one. It took us 2 years to transform a 1965 Mustang into that. The updated version uses the same Ford V8, but this time with two massive turbos. Let's see how you did on this first outing. We'll film a few moments, a good way to see how you progress through the playlist. It's gonna take some time for you to harness all of this power. This thing makes crazy torque. It's not exactly a ride for beginners. All right, look, we're gonna keep the Hunicorn, but we're gonna stay on the grid playground. I wanna see how accurately you can actually slide this thing around. Ja, ist schon nice inszeniert immer mit den Zwischensequenzen und so. Hier haben sie auch einiges verbessert. Ne, man sieht viel klarer,
wie weit man ist und was man geschafft hat. Haben sie auch richtig nice gemacht. Sieht man ja auch Schwierigkeit, EP und so weiter. Echt gut. Gute Quality of Life Sachen. Ja, aber ich bin schon wieder bei 20 Minuten. Das soll es erstmal gewesen sein zu dem Ganzen hier. Ich werde dann vielleicht auch noch was zum Live Summit machen. Extra in einem Video. Das kann ich dann nochmal extra aufteilen. Können wir da noch uns was dazu anschauen. Aber ja, ich bin happy. Es geht jetzt ordentlich weiter mit der Crew Motorfest. Es gibt viele neue Sachen und dieses neue Gebiet werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen. Und ja, ich freue mich richtig drauf. Oh, ich wollte jetzt nicht das Boot spawnen. Was will ich denn mit dem Boot hier? Ja, und ich hoffe ihr auch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Alles weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da mal rein. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, Motorfest mal zu spielen. Es macht riesengroßen Spaß und ist einfach ein Game, was ja einfach richtig viel coole verschiedene Sachen bietet, die man machen kann mit den Fahrzeugen oder mit den anderen Tuning-Möglichkeiten. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr The Crew 2 schon mochtet, dann werdet ihr The Crew Motorfest lieben. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Alles weitere unten in der Videobeschreibung. Trailer verlinke ich auch. Und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.